Du Ralle, weißt du was, ich bin ja nicht der Einzige, bei dem man sich in Deutschland sagt, verdammt nochmal, was ist bloß aus dem für ein wundervoller Mensch geworden? Lass mich raten, ich glaube, du sprichst von Markus Söder. Oder? Richtig, Ralf. Und ich finde es sensationell, wie er die Sachen anpackt. Markus Söder, das ist ein Macher. Seit 7 Wochen ist Markus Söder jetzt König von Ministerpräsident von Bayern. Und was war seine allerwichtigste Entscheidung? Ach, keine Ahnung, da war so viel mega Gutes dabei. Er hat gesagt, wir müssen den CSU-Fanshop auf unserer Website auf Vordermann bringen. Und zwar mit Sachen von, halte ich fest, mir, Markus Söder. Markus Söder hat neue, geile Fanartikel. Schauen Sie mal, das ist der Fanshop richtig im Internet. Das Internet komplett betrieben mit reinem Diesel von Dorothee Bär. Ja. Und da gibt es richtig tolle Sachen, zum Beispiel das hier. Markus Söder Merch. Nicht irgendein Scheiß, sondern exquisite Sachen. Hier zum Beispiel Markus Söder Longdrinkgläser. Wirklich wahr, das sind sie. Stark. Für 6,90 Euro das Stück. Ja. Und auch der Typ, der die Texte geschrieben hat, hatte ordentlich was drin. Einige Gläser Wurzelschnaps aus Longdrinkgläsern. Er hat zum Beispiel Fassungsvermögen von 340 Milliliter, lässt sich auch ordentlich, was eigentlich, ist wahrscheinlich bayerisch. Alle Details finden Sie nochmal überschlägig zusammengefasst. Bringt im ländlichen Raum, bringt das Tiere Stimmen, glaube ich. Oder auch das hier, wenn man immer schon mal wissen wollte, bin ich größer als Markus Söder? Oder, das kann eigentlich nicht sein, trotzdem mal nachmessen mit dem Markus Söder. Meterstab, der Zollstock. Markus Söder steht da drauf. Ja. Auf der Baustelle der absolute King für Heimwerker. Super, einfach mal messen, wer den längsten hat. Und das gefällt mir am allerbesten. CSU-Äpfel. Das sind alles echte Produkte, meine Damen und Herren. Es ist nichts von uns gefaked. Individualisierte CSU-Äpfel. Und die sind wirklich günstig. 100 Stück für 207 Euro. Das entspricht einem Preis von 2,07 Euro pro Apfel. Das ist super. Dem DAX geht's gut, dem Apfelpreis geht's gut. Und ich habe gehört, dass diese CSU-Logos, das ist sehr aufwendig, die herzustellen. Deswegen sind die so teuer. Die Äpfel werden erst komplett weiß eingesprüht. Ja. Und dann wird mit so ganz kleinen Pinzetten so lange rumgekratzt, bis da nur noch das CSU-Logo über ist. Das sind so Apfelschnitzer. Unglaublich aufwendig. Ja. Das sind echte Produkte von Markus Söder. Man muss sich das mal vorstellen. 7 Tage im Amt, erste Sitzung am Freitagnachmittag. Markus, wir müssen heute abends neue Merch besprechen. Dann sitzt er da und dann nimmt er wirklich so Longdrinkgläser ab. Das macht doch keiner in der Partei, ohne den Chef zu fragen. Longdrinkglas, Zollstock und die Äpfel mit dem Logo. Die will ich. Mann, geht in Produktion und in China 1000 Leute, die irgendwie die Äpfel und... Wir haben uns gedacht, verdammt nochmal, da ist noch mehr drin, da ist noch Luft nach oben. Markus Söder ist so ein geiler Typ, der braucht noch mehr. Und wir haben nur einen einzigen Mitarbeiter tatsächlich, der sich mit Bayern auskennt, weil er aus Bayern kommt. Jemand, der ein Experte ist für Volksaufklärung, für Propaganda und für Parteikugelschreiber. Und der hat den neuesten CSU-Merch. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Florentin Will. Grüß Sie, Herr Dürrmann. Grüß Sie. Aber der ist Servus. Grüß Gott. Grüß Sie Gott, Florentin. Welche neuen Hammerprodukte bietet die CSU denn jetzt noch in ihrem Fanshop an? Der Söder Markus, der wäre jetzt so ein begnadeter Menschenfischer, wenn er nicht die populärste Forderung sofort im CSU-Shop integrieren darf. Gell? Das Kruzifix steht für Heimatverbundenheit und Glaube. Ja, und gehört sofort. Nicht mehr nur emporische Amtsflure, sondern emporische Kinderhände. So. Und deswegen flippig, unkonventionell und voll im Trend, der CSU-Kruzifix Fidget Spinner. So, das ist ja super. Können Sie das mal vor? Schau dir das einmal an. So, ist das ist super. Denn die katholische Kirche damit einverstanden? Du, gell? Was in Bayern mit der katholischen Kirche zusammenkehrt, das entscheidet immer der Söder Markus. Gell? Da lass ich mal gar nichts sagen. So. Und was brauchst du jetzt, wenn du so jemanden wie einen Gott verehren willst? Weiß ich nicht, was denn? Ja, richtig, ein Paganini-Album. Ein Paganini-Album? Das heißt Panini-Album, Ein Paganini-Album, das ist ja ZDF-Compliance-Witz. Weil wir nicht Panini sagen dürfen, da müssen wir Paganini draufschreiben. So. Das gibt's jetzt von Markus Söder? Das gibt's. So, wenn du jetzt deine Anerkennung für uns Söder zum Ausdruck bringen magst, dann brauchst du so ein Album. So, schau mal her. So ist das. Ah. Das ist ja überall das gleiche Foto ist das drin. Super. Das ist aber demokratisch. Ja klar, so macht das Tauschen auf einem Schulhof doppelt Gaudi, gell? So. Sag mal ganz kurz, wo kommst du nochmal? Du kommst aus Ebersberg in Bayern, ja? Ja, sicher. So hast du gelernt zu sprechen als Kind? Ja, sicher. Und du bist trotzdem ein normaler Mensch geworden? Ja, ist so schon. Was gibt's denn noch alles an CSU-Sachen neu? Du, Herr Böhrmann, Bayern ist das Biertrinkerland. Ja. Gell? Aber wer ärgert sich nicht, wenn du dann am Ende so ein unangenehm kalt und aufdringlich spritziges Bier hast? Gell? Ja, stimmt. Spritziges und kaltes Bier, das mag wirklich keiner. Na. Das ist nichts. Deswegen gibt's jetzt den Söder-Stream. Ja? So, und der macht das bayerische Bier genau wie den bayerischen Ministerpräsidenten. So, wunderbar. Ja? Nämlich gescheit lau
und durch Fahrt, gell? So ist das richtig, so ist der Söderstream. Prost. Du Florian, aber so ein Biergenuss, der macht da bestimmt auch hungrig. Gibt's was zu essen noch? Völlig richtig, Herr Böhrmann. Deswegen haben wir jetzt im Shop auch was, wonach der bohrische Verdauungstrakt schon lange geschrien hat. Die Markus Söder Gesichtswurst. So ist das was. Die Gesichtswurst. So, ob auf Brot, beim Sport oder beim Toilettengang auf der Hand. Euerweil muss die Markus Söder Gesichtswurst dabei sein. So, die Markus Söder entspricht genau dem Körperfettanteil vom bohrischen Ministerpräsident und 0% halal. So. Das ist aber schön. Gut zu wissen. Das hat doch jetzt alles insgesamt relativ wenig mit Politik zu tun. Ach, so ein Schmarrn, Herr Böhmermann. So, dem Söder ist ein neues Psychiatrie-Gesetz. Und die unzerbrüchliche Liebe zum herrlichen Bayernland. Ja, kann man jetzt auf modisch pfiffige Weise zum Ausdruck bringen. Okay? So, Marianne, komm mal her jetzt. Sicher. So, Marianne, komm mal her. So. Die Marianne, die ist schizophren, autoaggressiv und Mitglied in der bohrischen SPD. So, Zwangseinweisung, ja sicher. Aber warum nicht mit ein bisschen folklorischen Schick? So kannst du den Debatten auf eine ganz einfache und unproblematische Weise zeigen. Bitteschön. Du, das zu Bayern. Ist super. Vor jede bayerische Brust jetzt auch ein Kruzifix. Sicher. Das ist ja toll. Das wird in Bayern ein Renner. Herzlichen Dank, Florentin Will. Danke.